Hallo, hier ist Tom. Willkommen zu einem weiteren Transportfieber Entwickler Videoblog. Heute möchte ich euch einen ersten Einblick in den Kampagnenmodus geben. Dieser ist zum Beispiel neben Flugzeugen und Schiffen und dem Steam Workshop Support eine der großen Neuerungen im Vergleich zu Train Fever. Der Kampagnenmodus beinhaltet zwei Kampagnen, eine aus Amerika, eine aus Europa, mit jeweils einer Reihe von abwechslungsreichen Missionen mit historischem Hintergrund. Und alle Texte der Mission sind auch jeweils in Deutsch und Englisch vertont. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Beweise dein Talent und schaffe den Aufstieg zum mächtigsten Transportunternehmer des mächtigsten Landes der Welt. Im Westen liegt die Zukunft. Wir werden diesem öden Landstrich voller einfältiger Bauerntölpel und wilder Eingeborener den Fortschritt bringen. Doch der Transport der nötigen Güter ist mühsam und teuer. Eine Eisenbahnstrecke von Ost bis West, das wäre eine wahre Goldgrube. Jede Mission hat eine Vielzahl von Aufgaben, die einem schlussendlich zum Missionsziel führen, aber auch jeweils 5 optionale Aufgaben, die sogenannten Medaillen, die sich auch von Mission zu Mission unterscheiden. Zum Beispiel muss man gewisse Aufgaben möglichst schnell abschließen, geldsparend oder gar verschwenderisch arbeiten und manchmal auch vorausschauend planen. Ich zeige euch jetzt hier ein paar Ausschnitte aus der ersten Mission der amerikanischen Kampagne. Dies ist bewusst noch etwas einfach und linearer gehalten. In den späteren Missionen werden die Aufgaben dann etwas komplexer. Willkommen im Wilden Westen. Wir schreiben das Jahr 1864 und befinden uns im beschaulichen Siedlerdörfchen Cheyenne, irgendwo im Nirgendwo. Hier enden die Gleise aus dem Osten. Unser Auftrag, eine Eisenbahnlinie gen Westen zu bauen, die erste transkontinentale Eisenbahn von ganz Amerika. Jede Mission hat auch ihre eigene, für diese Mission speziell geschriebene Geschichte mit historischem Hintergrund. Und die einzelnen Aufgaben sind auch passend zu dieser Geschichte. Hier zum Beispiel beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn muss man sich nach und nach von Ost nach West vorarbeiten und dabei eine Reihe von Hindernissen überwinden. In der ersten Aufgabe beispielsweise liefert man einige Einheiten Getreide in die Stadt, damit die Arbeiter etwas zu essen haben und der Bau gestartet werden kann. Wenn wir vor der Konkurrenz am Ziel sein wollen, brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Und Arbeitskräfte brauchen Futter. Sobald die Männer halbwegs satt sind, könnte uns das Geschäft mit den Nahrungsmitteln zusätzliche Einkünfte verschaffen. Wunderbar! Eine Etappe wäre bereits geschafft. Allerdings erwarten uns bereits die ersten Schwierigkeiten. Es war ja sehr freundlich von der Regierung, uns das Land umsonst zur Verfügung zu stellen. Wären da nur nicht diese verfluchten Indianer. Manche Aufgaben bestehen aber auch aus Entscheidungen. Hier zum Beispiel muss man überlegen, wie man mit den amerikanischen Ureinwohnern umgeht. Und die Entscheidung hat sogar Auswirkungen auf spätere Aufgaben bzw. den Missionsverlauf und eventuell auch auf das Ringen von Medaillen. Gut, endlich geht die Arbeit wieder voran. Leider sind unsere Werkzeuge abgenutzt und furchtbar ineffizient. Nicht nur Transport, sondern auch Produktion ist oft Teil der Aufgaben in den Missionen. Wie hier zum Beispiel das Produzieren von einer Handvoll Werkzeugen bis hin zu komplexeren Warenketten im späteren Verlauf der Kampagne. Wir haben es fast geschafft. Nun endlich können wir feierlich mit dem ersten Passagierzug über die Transkontinentalstrecke fliegen. Bestimmt werden wir an jeder Station von einer jubelnden Menge empfangen. Hat man alle Hindernisse überwunden und alle Städte von Ost nach West verbunden, bleibt nur noch eins, den ersten Zug auf die Strecke zu schicken. Im weiteren Verlauf der Kampagne hilft man, eine Vielzahl weiterer historischer Ereignisse zum Abschluss zu bringen, darunter zum Beispiel die Grabung des Panama-Kanals, der Stromkrieg in Pittsburgh, der Aufbau einer erfolgreichen Fluggesellschaft in Deutschland der Nachkriegszeit, das Weltraumrennen oder die Grabung des Eurotunnels zwischen England und Frankreich.
besonders betonen möchte ich auch, dass natürlich auch die Missionen und ganze Kampagnen komplett modbar sind, das heißt von Nutzern von Transportfieber selber erstellt und natürlich auch über Steam Workshop geteilt werden können. Ich hoffe, dieses Video hat einen guten ersten Eindruck von dem Kampagnenmodus vermittelt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Kommentare und ich freue mich wie üblich aufs nächste Mal und sag bis dann.